Hi Leute und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Heute mal was ganz was anderes. Kennt ihr von mir so noch gar nicht? So ein Real-Life-Video, keine Ahnung, im Auto im Moment. Ja. Weil ich hatte heute irgendwie Bock, heute Sonntag, so ein ganz klein wenig durch die Gegend zu fahren. Und dann dachte ich mir, komm, nimmst du mal die Cam mit. Suchst du dir irgendwo dann, nachdem du hier im Auto ein bisschen gequatscht hast, ein lauschiges Plätzchen, wo du mal so ein paar Dinge ansprechen könntest, was denn im Moment wichtig wären. Zum einen ist es ja Gamescom. Das kommt dann so ein bisschen, wenn ich mir dann irgendwo ein Plätzchen gesucht habe, wo ich aufnehmen kann. Und es gibt noch ein, zwei, drei andere Themen, die ich gerne ansprechen würde. Und das kann ich jetzt mal, währenddessen ich da irgendwo hingurke, auch machen. So, ihr habt ja gemerkt, Minecraft WG kommt im Moment nicht mehr so wirklich. Ich bräuchte eigentlich meine Sonnenbrille, weil mir gerade die Sonne so richtig schön ins Gesicht guckt. Genau, die Sonne guckt mir ins Gesicht. Ah, alles klar, Stefan. WG kommt im Moment nicht so wirklich, weil das einen Grund hat, und zwar die Minecraft-WG in dem Sinne gibt es nicht mehr. Also die wurde jetzt aufgelöst nach wie viel? 1200 Folgen bei Rosamund. Ja, ich hoffe mal, dass Alex und ich da ein neues Projekt finden werden. Ich denke, das wird sich auch irgendwie machen lassen. Aber das sowieso erst nach der Gamescom, wenn dann. Also wirklich für die, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben, die Minecraft-WG ist in dem Sinne vorbei und wird auch so keine Videos mehr der Minecraft-WG geben. Boah, ich hoffe, ich wackel hier nicht zu sehr, ne? So, zweites Thema ist ja dann quasi im Moment nur ein Video am Kanal. Ihr dürft mir gerne mal, da ich nach der Gamescom mal wieder so ein Singleplayer mit Begleitung, soll ich das so sagen, Singleplayer mit Begleitung geplant habe. Und da dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, auf was ihr denn mal wieder Bock hättet. Also bitte alles außer Minecraft, vielleicht auch gerne mal so ein Nintendo-Titel oder keine Ahnung, da gucken wir einfach. Also ich hätte schon Bock, mir wieder mal einen Nintendo-Titel zu zocken. Hallo Handy. Man sollte auch das Handy ausmachen. Okay, gut. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denn mal wieder sehen würdet oder wollen würdet. Ich würde mich natürlich freuen. Und ich denke, ich werde, wie gesagt, mit Rosa auf der Gamescom, wenn wir Samstag essen sind oder so, oder auch am Freitag oder Samstag, Samstag oder Sonntag, glaube ich, ist er ja nur da, werden wir mal so ein bisschen quatschen, was wir denn eventuell als Nachfolgeprojekt machen könnten. So, wichtigstes Thema heute eigentlich ist ja die Gamescom. Ich fahre mir hier ganz kurz an die Seite. Ich muss nämlich gleich hier mal gucken. Wichtigstes Thema ist eigentlich Gamescom. Machen wir einfach mal so. Und das heißt, ich werde mir jetzt irgendwo ein schönes Plätzchen suchen, wo ich mal ein bisschen aufnehmen kann. Wie gesagt, ich habe das ja so mit der Facecam noch nie gemacht. Ist auch irgendwie komisch. Ich muss aber sowieso lernen wegen Gamescom. Und ich würde sagen, ich suche mir jetzt ein schönes Plätzchen, wo ich parken kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Und dann quatsche ich mal so ein bisschen über die Gamescom, wie da der Ablauf ist. Ne? Also bis gleich. So, ich habe mir jetzt mal ganz kurz ein Plätzchen gesucht. Ich werde die ganze Zeit von so einer, ich sag's nicht, Wespe angegriffen. Da geht man einmal raus. So, wichtigstes Thema eigentlich Gamescom. Ich bin auf der Gamescom von Mittwoch bis Sonntag. Eventuell Freitag nicht, muss ich mal gucken. Je nachdem, wie mein Kumpel Zeit hat. Das heißt, ihr könnt mich jeden Tag auf der Gamescom sehen. Wie ihr mich findet, eigentlich relativ einfach. Ich werde immer mal wieder auf Twitter posten, wo ich mich denn gerade aufhalte, wo ich denn hingehe. Die Wespe hängt mir schon wieder irgendwo im Gesicht rum, keine Ahnung. Einfach mal stillhalten, vielleicht geht's dann. Ich habe immer nur so ein bisschen Problem, wenn mir die Dinge ins Gesicht fliegen. Und ihr dürft mir natürlich jederzeit auf der Gamescom anquatschen. Ich werde in der Regel auch mein T-Shirt anhaben. Nicht an allen Tagen, aber an manchen. Das Ding kommt schon wieder, ne? Das ist so furchtbar. Es will mich einfach nicht in Ruhe lassen. Fantreffen haben wir natürlich auch. Fantreffen wird sein am Samstag ab 14 Uhr. Ich werde es euch hier oder hier oder hier irgendwo werde ich es euch einblenden. Wo denn? Oh Gott, ich hasse dieses Biest. Ich lasse es jetzt einfach mal in Ruhe. Aber es mich nicht. So, da hatten wir jetzt einen kurzen Cut, weil die Wespe meinte mir, eiskalt voll ins Gesicht zu fliegen. Fantreffen, Samstag ab 14 Uhr unter unserer Brücke. Ich werde es irgendwo einblenden. Und ihr könnt natürlich jederzeit sonst mich auf der Gamescom ansprechen, wie ihr wollt. Und könnt dann selber entscheiden, wie oder was. Also wie gesagt, ich bin oft genug da.
Folgt mir einfach auf Twitter, da poste ich das, wenn ich irgendwo länger bin. Und ich würde sagen, bevor mich die Wespe jetzt komplett aufarbeitet, bin ich raus. Ich werde natürlich noch ein Infovideo aufnehmen, zwecks Gamescom. Das werde ich dann, denke ich, am Mittwoch oder so einstellen. Muss mal gucken, das werde ich dann von zu Hause aus machen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, falls ich das Video heute noch hochkriege. Und ich würde sagen, na, wir sehen uns dann zum nächsten Video.